Cosa ti succede? Non starai mica per cadere. No, non sto per cadere. Perché non ti avvicini? Così te ne rendi conto. Hai visto quando ti sei avvicinato? Ti ho fatto saltare la pistola dalla mano. Sì, tu hai la pistola, ma io ho l'acqua. Sei ridicolo. Hai la pistola e scappi. Manca poco ormai. Alla fine del deserto. Wie wär's mit dem Schluck? Tut gut. Du hast ja schon weiche Knie, Diaz. Ohne Wasser machst du es nicht mehr lange. Bis zur nächsten Wasserstelle schaffe ich's noch, du Schwein. Dann dreh ich den Spieß um. Warum nimmst du mir nicht die Arbeit ab? Und machst Schluss, hä? Das könnte dir so passen. Oh.
Was hat er euch getan? Soffene Schwein, als Maul. Sonst geht's dir wie deinem Bruder. Du bildest dir doch nicht etwa ein, dass du davon kommst, hä? Ich habe viel Zeit. Nimm das Maul nicht so voll. Hier. Sieh mal. Wie gefällt dir das? Du fährst schön langsam zur Hölle. Du als erster, Diaz. Dann kommen die anderen dran. Uno per uno. Ma che cosa vuoi da me? Denaro. Denaro. Sì. Guarda. Guarda la terra che hai sotto le tue mani. Pensi che su questa terra l'amore possa esistere? Se vuoi del denaro. Non voglio denaro. Io voglio soltanto quel denaro. Quale denaro? Quello che tu, Montero, O'Hara, Baldwin avete preso a Vincent. Dopo averlo ucciso, $2,000 ve li siete divisi, 500 a testa. Ma Vincent hat uns reingelegt. Er wollte mit der Beute durchgehen. Ihr habt ihn einfach über den Haufen geschossen. Was blieb uns denn anderes übrig? Sonst hätte er uns umgelegt. Ich schwöre es dir. Er war mein Bruder. Ihr werdet für seinen Tod bezahlen. Ich kriege euch schon einen nach dem anderen. Ich hätte nie gedacht, dass es so kommt. Das, was war, liegt so weit zurück. Bis gestern schien alles gut zu sein. Zu, Diaz. Der Bruder von Vince ist in der Nähe gesehen worden. Er war vor 2 Tagen in Santa Ana. Django? Ich habe keine Angst vor dem Säufer. Warum legst du hier so halbnackt rum? Es ist so heiß. Ja. Du siehst so abgespannt aus. Die Hitze macht dir doch sonst nichts aus. Bist du krank? Nein, mir fehlt nichts. Ist doch ganz bestimmt alles in Ordnung. Ich habe dich noch nie so gesehen. Was ist denn los? Irgendwas stimmt doch nicht. Rede doch endlich. Halt den Mund. Knallst du hier in der Gegend rum? Hau ab, was hast du hier zu suchen? Dich habe ich gesucht, Diaz. Wir haben noch eine Rechnung zu begleichen. Wie du willst. Ah!
Verstehst du mich, Django? Wenn du was von mir willst, dann musst du mich hier schon rausholen. Dies hier ist mein Besitz. Und hier bleibe ich, verstanden? Dann wirst du hier krepieren. Nein, noch lange nicht. Vor 5 Jahren war ich nur ein armer Hund. Aber jetzt habe ich mir das geschaffen und das gebe ich nicht auf. Warum sagst du nichts, Django? Komm näher, wenn du Mut hast. Warum verschwindest du nicht wieder? Ich möchte erst mal ein Glas kühle, frische Milch. Milch, du? Dann komm her und hol sie dir. Hier stehen Kühe. Gern. Hier bin ich. Frau verstecken? Oder bildest du dir ein, ich würde ihretwegen aus meiner Deckung kommen? Es ist mir egal, was du mit ihr machst. Es gibt Hunderte, die hübscher sind als sie. Schieß doch! Worauf wartest du? Siehst du doch gleichgültig. Oder soll ich sie? Nein, nicht. Django, hör auf. Lass sie laufen. Aber du hast gesagt, es gibt hübschere als sie. Sie ist meine Frau. Dann... Komm raus, Diaz. Also gut. Du bist zu beneiden, Diaz. Du hast eine treue, zuverlässige Frau. Du hast ja keine Ahnung, was es für einen Menschen bedeutet. Eine Frau, Weizenfelder, Rinder, Pferde. Das alles habe ich und ich will es auch behalten. Deshalb muss ich dich vernichten, bevor du mich umbringst. Was machst du mit dem vielen Getreide? Das ist mein ganzer Stolz. Das wirst du nie verstehen. Ich war ein armer Peon. Sie haben mich von meinem Land vertrieben. Ich musste fliehen. Hier habe ich neu angefangen. Und von hier bringt mich keiner wieder weg. Du scheinst ein tüchtiger Farmer zu sein. Jedenfalls hast du es weit gebracht. Auf ehrliche Weise. Warum lässt du mir nicht meinen Frieden? Weißt du doch. Ja, ich weiß es. Hier. Nimm das Geld, es ist alles, was ich habe. Nimm es und verschwinde. In der Wüste verdursten! Die Stelle ist gut gewählt. Die
Direkt neben meinem Kreuz. Was ist? Gehst du wieder zurück? Er geht wirklich. Er weiß, dass er mit mir nicht fertig wird. Django! Wo bist du hin? Wo? Hier bin ich. Ich habe nur Wasser geholt. Da drüben ist ein Brunnen. Frisches Wasser. Und du wirst verdursten. Kein sehr schöner Tod. Cash, ti ricordi quelle due ragazze di Buonavista quando entrò il colonnello? Tu ti mettesti sull'attenti mentre io scappavo dalla finestra. Eh? Den habe ich gebaut. In der Nacht. Hübsch, nicht?
stell dich dahin. Montero, wie viel gibst du mir für das Mädchen? Warum? Ich will weiterspielen und bin pleite. Statt Geld setze ich sie ein. Tja, was meinst du dazu? Die wird nicht gefragt. Welche Summe bist du bereit, gegen sie zu setzen? Schwer zu sagen. Du musst doch am besten wissen, wie viel sie wert ist. Also gut. $10. $10, sagst du. Das scheint mir ziemlich viel. Na schön, einverstanden. Wie viele Karten? Drei. Drei Karten. Eine. So. Dann wollen wir mal sehen. Na los. Zeig mal. Moment, nicht so eilig. Neunen und Buben. Hör zu, du kannst sie behalten. Ich will sie nicht haben. Besorg dir $10. Nein. Ich bleibe nicht bei ihm. Ich weiß jetzt endlich, wie viel ich ihm wert bin. Los, verschwinde. Mach jemand Platz, der besser spielt als du. Solange ich Geld hatte, war dir meine Gesellschaft recht. Du hast gespielt und verloren. Jetzt jammere nicht darüber. Hau ab. Na? Hat noch jemand Lust auf ein Spielchen? Was habt ihr denn? Fehlt's euch an Geld oder an Courage? Es muss ja nicht unbedingt Geld sein. Ein Mann hat immer irgendwas, was er verspielen kann. Wer riskiert's? Ich. Ein Milchtrinker. Montero. Was willst du? Du sollst ja unschlagbar im Pokern sein. Das stimmt. Und? Ich möchte mit dir spielen. Was hast du zum Einsetzen? Die Milch in deinem Glas oder die Meißen unter deinem Hut? Beide allein? Das ist doch langweilig. Passt dir das nicht? Ich weiß nicht. Kommt drauf an, wie du spielst. Ich werde versuchen, dich nicht zu enttäuschen. Dich kenne ich doch irgendwoher. Schon möglich. Soll ich dir erst meinen Lebenslauf erzählen oder wollen wir spielen? Du gibst. Hebe ab.
Für den Anfang nicht schlecht. Zwei Karten. Ich nehme drei. $5. Ich gehe mit. $20. Und noch 30. Na, was ist? Hast du geblufft? Du wirst schon merken, dass ich nicht bluffe. Und noch 100. Ich möchte sehen. Drei Asse. Du gibst wieder. Ich möchte eine Karte. Ich nehme auch eine. Auf diesen Augenblick habe ich gewartet. Wieso? Ich habe schon immer mal mit dir spielen wollen. Na also, bist du jetzt zufrieden? Ja, sehr sogar. Spielst du wegen des Geldes? Nein, deswegen nicht. Ich spiele um des Spielens willen. Ich kann dadurch beweisen, dass ich stärker bin. Worin? In jeder Beziehung. Ich besiege das Schicksal. Hast du immer nach diesem Grundsatz gelebt? Ja. Ich bin ein Spieler. Wenn auch nicht immer mit Karten. Sag mal, warum willst du das wissen? Das hier ist eine ziemlich armselige Umgebung für einen echten Spieler. Warum denn? Ich glaube kaum, dass man hier viel gewinnen kann. Ich habe für diese Armseligkeit eine Vorliebe. Wo ein Dollar wirklich noch etwas wert ist. Hier musst du um deinen Gewinn kämpfen. Das ist aufregend. Es geht oft um Leben und Tod. Und du freust dich, wenn jemand seine letzten Kröten an dich verliert? Nein, aber es reizt mich, das zu gewinnen, woran das Herz meines Gegenspielers hängt. Du musst was sagen. Einen Dollar? Das soll wohl ein Witz sein. Entweder wir spielen richtig oder du verschwindest. Wie du willst. 50. Na also, du hast ja Geld. Die 50 und noch 100. 1150. Wie viel? Ich bringe $1150. 1100. Du hörst doch, 1150. Ich glaube, du bist doch nicht ein so großer Spieler, wie man sagt. Du scheinst deiner Sache sehr sicher zu sein. Ich dachte, wir beide spielen allein. Wie du siehst, war ich meiner Sache mit Recht sicher. Na nu, spielen wir nicht weiter? Ich habe verloren. Neues Spiel, neues Glück.
Für mich trifft das nicht zu. Ich habe kein Geld mehr. Du kannst da deine Uhr setzen oder was anderes. Irgendwas Wertvolles wirst du doch noch haben. Nein, nichts. Dann besorg dir was. Ich warte hier. Worüber grübelst du nach? Irgendwas stimmt doch mit dir nicht. Ich habe dich beobachtet. Du wirkst wie einer, der mit seinem Schicksal nicht fertig wird. Das will ich auch nicht. Warum trinkst du nur Milch? Ich habe noch nie einen Mann gesehen, der Milch trinkt. Früher habe ich mal zu viel Whisky getrunken. Worüber hast du vorhin nachgedacht? Cosa vuoi tu? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Ti farai ammazzare. E a te cosa importa? Stai attento. Montero ha molti uomini. Li paga. Se soltanto avessero il coraggio di mostrarsi. Non si mostreranno. Aspettano che i tuoi nervi cedano. Poi... Poi? Sì. Poi. Ma perché vuoi morire? Thank you.
bleibst du, Django. Ich hab geglaubt, du willst weiterspielen. Ich habe noch Geld aufgetrieben. Gib. Eins muss ich sagen. Du bist ein ebenbürtiger Gegner. Sonst wäre ich bestimmt nicht zurückgekommen. Willst du Karten? Nein, ich verzichte. Ich glaube, mein Blatt genügt. Abwarten. Du sprichst. $100. Die und noch $150. Ich erhöhe auf 1000. Ich möchte sehen. Ich habe dich sofort wiedererkannt. Das habe ich gewusst. Jetzt wird das Spiel doppelt interessant. Was willst du noch mehr, Django? Du besitzt noch etwas sehr Kostbares. Was? Dein Leben. Leg dein Schießeisen dahin. Mein Leben gegen alles, was du gewonnen hast? Dein Leben gegen meins. Wer von uns gewinnt, erschießt den anderen. Karten. Eins, zwei, drei. Ich nehme auch drei. So, diesmal hast du keine Chance, Django. Da nützt kein Bluff. Nein. Das Glück ist launisch. Es lacht mal diesem, mal jenem zu. Sieh mal, was ich hier habe. Du dachtest, du hättest mich geschafft. Aber jetzt bin ich dran, Django. Thank you.
Diese Brüder haben schwere Schuld auf sich geladen. Und sie müssen jetzt für ihre Verfehlungen zahlen. Sie werden bald vor Gott stehen, dessen Allmacht und Güte sie verleugnet haben. Lasset uns für die Sünder beten. Habe Erbarmen mit ihnen. Du trägst das Gewand eines Priesters, aber du bist ein Teufel. Du kannst niemals ein Mann Gottes sein. Du bist ein... Nein, nein! Hab doch Mitleid! Ich habe nichts getan! Nein, nein! Ich bin unschuldig! Nein! Unsere Brüder haben für ihre schwere Schuld gebüßt. Ihr aber merkt euch, diejenigen, welche sündigen, werden bestraft. Die Gnade des Allmächtigen sei mit euch. Gib mir ein Glas Milch. Kann mir niemand sagen, wo ich Bruder Baldwin finde? Weiß niemand, wo er ist? Warum seid ihr so schweigsam? Sie wissen, wer du bist. Sie haben Angst. Vor mir? Ich will doch nur wissen, wo er ist. Er taucht ab und zu hier auf, dieser Teufel. Aber seit du in der Gegend bist, hat er sich nicht mehr sehen lassen. Also steckt er hier irgendwo in der Nähe. Warum verkriecht er sich? Ich glaube, weil er Angst vor deinem Revolver hat. Vor dem? Ich habe gehört, dass du mich suchst, Bruder. Das stimmt. Ich heiße... Ich kenne dich genau. Ich habe schon viel von dir gehört und ich weiß, dass du für die göttliche Gerechtigkeit in den Kampf ziehst. Du führst die Sünder der verdienten Strafe zu. Damit ist jetzt ein für alle Mal Schluss. Und du hast deinen Revolver weggeworfen? Ich will nicht mehr töten. Ich möchte in Frieden leben. Ich bin glücklich, das zu hören, Bruder. Es gibt nichts Schöneres, als wenn ein Mann seinen Hass begräbt und seine Waffen für immer aus der Hand legt, um ein neues Leben zu beginnen. Ich danke dem Allmächtigen. Aber Bruder, ist dir das auch tatsächlich ernst? Ich weiß nicht. Ich habe, wie dir wohl bekannt ist, die sterblichen Überreste deines Bruders zur ewigen Ruhe gebettet. Es tut mir leid, dir denselben Dienst erweisen zu müssen. Schade, du bist kein reuiger Sünder, Bruder. Jetzt wirst du dafür leiden müssen. Vielleicht machen die Schmerzen, die du erdulden musst, einen neuen Menschen aus dir. Vielleicht sind sie imstande, deinen Starrsinn zu brechen. Thank you.
hast also deinen Revolver abgelegt. Dann muss der Teufel dir wohl einen Ersatz zugesteckt haben. Sie haben mir im Ort gesagt, solange ich eine Waffe trage, würde Bruder Baldwin nicht zum Vorschein kommen. Darum hattest du sie unter dem Hemd versteckt. Siehst du, Bruder, der Allmächtige hat meine Hände gesegnet. Er schenkte ihnen gewaltige Kraft, damit ich die Übeltäter strafen kann. Pass auf. Einen gewöhnlichen Sünder würde ich einfach töten. Aber du bist ein besonderer Fall, Django. Ich hoffe, diese kleine Kostprobe hat deinen Starrsinn gebrochen. Wie wär's, wenn du mir jetzt eine Frage beantworten würdest? Unsere Brüder hier sind sehr begierig zu hören, was du sagst. Du weißt, wo eine gewisse Kiste versteckt ist. Sie verschwand spurlos, als unser glorreicher General Taylor den Rückzug aus Monterey antrat. Der Besitz dieser Kiste würde meine Brüder sehr glücklich machen und ihnen helfen, sich ihre kleinen weltlichen Wünsche zu erfüllen. Wo ist die Kiste? Du glaubst also auch dran, Bruder. Ich hätte dich für klüger gehalten. Die Habgier vernebelt deinen Verstand. Es gibt diese Kiste gar nicht. Es gab sie nie. Ich habe das nur erzählt. Du weigerst dich, die Wahrheit zu sagen? Ich warne dich. Die Hand Gottes wird dich strafen. Die Hand eines Mörders! Wir werden dich für eine Weile verlassen. Erforsche inzwischen sorgfältig dein Gewissen. Geh in dich, Bruder. Wir kommen wieder zurück. Dann werden wir dich zum letzten Mal fragen, ob du deine Sünden bereust. Ich möchte die Gewissheit haben, dass ich dich noch vorfinde, wenn ich wiederkomme. Questo paese ha ospitato coscientemente un peccatore, senza segnalarlo alla giustizia. Fratelli, accogliete con rassegnazione e pentimento la giusta punizione che il cielo vi manda. Cosa vuoi? Hai meditato, fratello? Cosa vuoi? Non vuoi confessare? Non ho niente da confessare. Tu sei molto vicino al regno dei cieli. 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 Thank you.
Deine Stunde ist gekommen. Du wirst die Strafe für deine Sünden empfangen. Wartet am Fuß des Passes, bis ich komme. Ich werde das Urteil allein vollstrecken. Du wirst jetzt sehr bald bei deinem Bruder sein. Es ist soweit. Bruder. Wer bist du? Was willst du hier bei uns? Die Bank wieder eröffnen. Die Bank wieder eröffnen in diesem Drecknest? Glaubst du, hier gibt's einen, der einen lumpigen Cent besitzt? Nicht einen. Weißt du, wo die abbleiben, die hier was besitzen? Auf dem Friedhof. Ich erwarte morgen eine Wagenladung Gold. Werd erstmal wieder nüchtern. Ich trinke nur Milch. Die Bank wird morgen eröffnet. Wirklich? Und wann rechnest du mit den ersten Kunden? Auch morgen. Dein erster Kunde wird bestimmt O'Hara sein. Und wenn der da war, kannst du deine Bank wieder zumachen. Thank you.
Ja! Ja! Hey! Ja! Ja! Meinst du, in den Kisten ist Gold? Ja, die Ladung muss schwer sein. Immer wie abgetrieben die Leute. Ist hier immer so wenig los in dem Nest? Tja, leider. Ja. Ich hab Durst. An deiner Stelle würde ich ein bisschen auf die Ladung aufpassen. Vielleicht kann was gestohlen werden. Ich hab keine Angst. Die Menschen hier sind ehrlich, oder nicht? Jedenfalls haben alle gesagt, dass du Mut hast, dir eine Bank aufzumachen. Ich tue immer, was ich sage. Macht Spaß, was? Oh ja, vielen Dank. Nicht schießen, Mister. Wenn Sie wollen, arbeite ich für Sie. Ja, wirklich. Bitte nicht. Die Kisten sind verdammt schwer. Ja. Du kannst sie abladen. Schaff sie in die Bank. Oh, Gold. Ein 20-Dollar-Stück. Er hat es! Tatsächlich! Was hast du denn bei dir? Echtes Gold! Echtes Gold, schau! Soll ich dir helfen? Warum nicht? Was sage ich dir? Diese Bank wird eine Pleite. Glaubst du, darauf fällt jemand rein? Diese Idioten hier, das wäre möglich, aber nicht mein Patron. O'Hara. Du sagst es. O'Hara. Er kann solche Scherze nicht leiden. Und er hat auch nichts übrig für Leute, die andere für dumm verkaufen wollen. Das verstehe ich nicht. Nein? Besser, du machst den Laden wieder dicht. Glaubst du vielleicht, hier bringt jemand sein Geld? Da hast du dich geschnitten. Was willst du wirklich hier? Eine Bank eröffnen, was sonst? Sag O'Hara, ich möchte, dass er mein Kunde wird. Bueno, ich werde es ihm bestellen. Hey du, ich kann Leute nicht leiden, die mir den Rücken zudrehen, wenn ich mit ihnen spreche. Augenblick, Ringo. Ich möchte den Rest auch haben. Oh, den Rest gebe ich dir gern. Paco. Sie verlangen ein bisschen viel für ein Goldstück. Sie nutzen mich aus. Was wollt ihr? Wir sprechen für die anderen. Welche anderen? Die Bürger des Ortes. Wir möchten, dass sie wieder gehen. Warum? Warum soll ich denn fortgehen? Ich finde es sehr nett hier. Es ist wegen des Goldes. Wollt ihr keine Bank hier haben? Senior, wo es Gold gibt, da ist auch O'Hara. Und wo O'Hara ist, da ist er tot. Sag mal, wie alt bist du?
So an die 80. Und du hast Angst vor dem Tod? Sieh mal hier. Das hier ist so eine Art Stundenglas. Der Spiegel der Milch sinkt immer tiefer. Eine Stunde. Zwei Stunden. Drei Stunden. Und bevor die Milch an diesem Punkt ist, wird O'Hara hier sein. Und jetzt verschwindet. Die Bank ist geschlossen. Da stehen sie tatsächlich. Ein raffinierter Köder, er wusste schon, wie er mich hier locken kann. Es ist ihm gelungen. Halt, wartet! Ihr habt ja keine Ahnung. Woher auch? Ihr seid doch bloß Halsabschneider. Ich möchte das Vergnügen bis zur Neige auskosten. Also langsam. Nichts für mich reizvoller als Gold. Ich habe mal ein Mädchen in Oklahoma gekannt. Ihr Haar glänzte genauso wie Gold. Und jetzt weiter. Ganz langsam. Wo bleibst du, O'Hara?
Hier bin ich. Ich hab dich ganz schön reingelegt. Komm her, revanchier dich. Es ist doch eine Kleinigkeit für dich, mich abzuknallen. Na komm schon, ich warte. Die Leute behaupten, du wärst vom Teufel besessen, aber ich weiß schon, wovon du besessen bist. Von zwei Dingen, O'Hara, von Gold und von blonden Frauen. Ich habe im ganzen Westen nach dir gesucht. Jetzt habe ich dich endlich gefunden. Weil ich wusste, dass du überall dort auftauchst, wo du Gold oder eine blonde Frau erwischen kannst. Bring die Kisten zum Friedhof. Die leere auch? Nein, die bleibt hier. Die ist für O'Hara. Hey, wo willst du hin? Ich möchte mein Geld auf die Bank bringen. Hier gibt's keine Bank mehr. Von Grün. Nur die blanken Felsen. Leben auch noch andere Frauen hier? Nein. Eine Frau würde es hier nicht aushalten. In ein paar Tagen bin ich doch wieder in der Stadt. Du hast es mir versprochen. Du kannst dich drauf verlassen. Ich habe sie gesehen. Ich möchte umkehren. Nein, du bleibst. Ich habe dich bezahlt. Nimm das Tuch ab. Warum denn? Mach schon, du brauchst keine Angst zu haben. Lieber. Du triffst sie sonst. Sie ist wunderschön. Ach bitte, ich komme nicht weiter mit. Ich hätte mich nie darauf einlassen können. Halt den Mund und sitz gerade. Ich sage dir, diese Männer werden uns erschießen. Vorläufig nicht. Warum nicht? Deinetwegen.
Bleib sitzen. Nein, lass mich los! Lass mich los! Ich hab Angst, ich will weg hier! Ich will hier raus! Sally, sei doch vernünftig, Sie schießen auf alles, was ich bewege! Lass mich los, ich flehe dich an, ich halte es einfach nicht mehr aus! Django, ich habe von dir viel Geld bekommen, hätte ich es bloß nicht genommen. Was habe ich davon, wenn ich tot bin? Keine Sorge, Sally, du stirbst nicht. Vielleicht muss ich sterben. Dir werden sie nichts tun. Wenn sie dich umbringen, töten sie mich auch. Django, ich will hier nicht elend zugrunde gehen. Warum lässt du mich nicht fort? Sei doch vernünftig, Sally. Hör auf zu weinen. Es wird bestimmt alles gut. Ich sage dir, es wird alles gut werden. Lass die Finger von der Sache, O'Hara. Wir haben immer wieder auf ihn geschossen. Aber die Kugeln treffen ihn nicht, er ist unverwundbar. Und er trifft mit jedem Schuss. Die Hälfte unserer Leute ist tot. Ihr feigen Halunken. Fünf Mann. Haben Angst vor einem Einzelnen. Du vergisst, er hat sich in dem Kloster verschanzt. Man sagt, es ist verhext. Dummer Aberglaube ist das. Gerede. Also komm. O'Hara, wir werden heute Nacht nicht mitkommen. Du bist doch nur verrückt nach dem Mädchen. Wenn es sich um Gold handeln würde, wäre es was anders. Aber diese Sache lohnt sich nicht. Nur damit du das Frauenzimmer kriegst, riskieren wir nicht den Kopf. Damit du es weißt, ich will das Gold und das Mädchen haben. O'Hara, sag die Wahrheit. Gibt es dort wirklich Gold? Ja, sicher. Und mehr, als wir alle zusammen je gesehen haben. Das Gold gehört euch. Das heißt, wir werden es gleichmäßig verteilen. Jeder bekommt den gleichen Anteil. Die Beute geht durch sechs? Sicher? Du bist zum ersten Mal so großzügig. Ich komme schon auf meine Kosten. Ihr könnt ganz beruhigt sein. Ich bekomme das Mädchen. Warum sind wir eigentlich hier, Django? Ich habe eine Rechnung zu begleichen. Und einen anderen Grund gibt es nicht? Was sollte ich noch für einen Grund haben? Nein, der einzige ist, dass ich abrechnen muss mit O'Hara. Und was dann? Ich weiß es nicht. Alles Weitere ist unwichtig. Ich denke nicht an morgen, wozu auch? Du wirst doch von hier fortgehen. Vielleicht, wenn das alles hier zu Ende ist. Aber auch das ist nicht sicher. Ich bin wie einer von den Steinen da draußen. Nein, Django, das glaube ich nicht. Ich werde dich nie verstehen. Das ist auch nicht nötig, Sally. Ich glaube, du verachtest die Menschen, Django. Nein. Nicht alle. Setz dich wieder hin. Und rühre dich nicht. Da ist das Grab in der vordersten Reihe, das mit dem großen Kreuz. Also los.
Bekreuzige dich nochmal. Nein, nicht mit der linken Hand. Wirklich Maßarbeit. Ich habe die Idioten absichtlich auf dich gehetzt. Django, uns gehört das ganze Gold. Nur uns beiden. Wir werden uns schon darüber einig werden. Noch was? Kann ich das Mädchen haben? Django, bist du einverstanden? Ja, O'Hara. Wir teilen das Gold miteinander. Sicher? Ja, mein Lieber, jetzt bist du reingefallen. Du bist zwar schnell mit dem Schießeisen, aber ich bin dir über. Du bist also nicht verletzt. Mm-mm. So, und jetzt komm. Der Spaß ist vorbei. Nimm den Spaten und fang an zu graben. Halt, halt! Erst gib mir dein Schießeisen. Und jetzt wirst du dein eigenes Grab graben. Bravo, bravo. Weiter. Nein, ich muss mich einen Moment ausruhen. Weiter. Sich nicht zu fürchten, ich tue ihm bestimmt nichts. Sie kennen mich nicht. Ich sah sie gestern, als sie durch den Canyon ritten. Sie sind bezaubert. Haben Sie doch keine Angst?
Ich möchte weiter nichts als neben Ihnen sitzen. Ich tue Ihnen nichts. Dürfte ich einmal Ihr Haar berühren? Nur einmal. Ich habe nie vorher so wundervolles Haar gesehen. Darf ich näher rücken? Geben Sie mir die Hand. Sie sind die schönste Frau, die mir je im Leben begegnet ist. Ich schenke Ihnen alles, was Sie sich wünschen. Ich muss Sie haben. Dein goldenes Haar macht mich verrückt. Schon gut, ich kann warten. Ich hole ein paar Pferde für uns. Sie bleiben so lange hier. Next time, except there'll never be another time.